Hi Leute, heute möchte ich euch meine neue Augensteuerung zeigen, die ich am Handy habe. Also hier gibt es die Einstellungen unter Bedienhilfe und dann unter Schalterzugriff. Die Augensteuerung ist jetzt schon aktiviert, aber hier muss man dann halt, und hier kann man dann aussuchen, was man steuern möchte, also wie man steuern möchte. Und als Beispiel zum Zeigen, du musst weg von der Kamera, sonst kippen. Ich muss dann die Augenbrauen hochziehen. Das war jetzt schon mal ein Beispiel. Jetzt müsste bei dir die Nachricht angekommen sein gleich. Und das ist hier Look to Speak. Da kann ich über die Augen. Warte mal, gehen wir vielleicht mal so seitlich, dass man mich auch gut sieht. Ups. Also jetzt sage ich einfach mal irgendwas. Die Kamera erkennt, wo ich hingucke. Und das habe ich jetzt mit den Augen geschrieben. Und ich kann auch sagen. Moin. Sieht man das auch, wie ich das mit den Augen mache? Gar nicht so gut. Warte mal, dann gehen wir vielleicht gerade so neben mich. Also, oder vor mich vielleicht am besten und so ranzoomen, dass man. Ja. Jetzt habe ich die Pause aktiviert, das soll so nicht sein. Ich rede mit den Augen. Ja, und ich habe mir dazu halt ein Video angeguckt auf YouTube oder mehrere, weil ich zu Mama gesagt habe, bei dieser Eisenskälte. Weil wenn meine Hände richtig arg doll kalt sind, dann ist es für mich schwer, das Handy zu bedienen. Und ich kann über die Augenbrauensteuerung, weil ich ja über die Augenbrauen mache, kann ich SMS schreiben, ich kann Mama anrufen, ich kann sogar mein Handy ausmachen. Das mache ich vielleicht am besten mal. Das ist nämlich auch sehr, sehr praktisch, dass ich dann, wann habe ich es eingesetzt? Gestern, habe ich es dir gesagt, habe ich es eingesetzt. Spinnt das jetzt so? Mich verarschen? Vorführeffekt. Irgendwie will nicht, egal. Auf jeden Fall muss ich halt für die Bestätigung die Augenbrauen halt hochziehen und dann warten, bis der Cursor da ist oder die Scanleiste, wo ich es hinhaben will. Und im Mai stelle ich die Augensteuerung vor. Ort, Saarland, aber mehr darf ich nicht verraten, sage ich auch nicht, weil sonst ist die Überraschung dahin und das wollen wir ja nicht. Ja, aber bis demnächst irgendwann, eure Fee. Ciao!